Wenn wir was essen, denken wir meistens nicht groß drüber nach, was in unserem Körper eigentlich alles passiert, bis wir zum nächsten Mal dann auf die Toilette gehen. Sollten wir aber mal, denn wenn unsere Verdauung nicht klappt, dann können wir ganz schön Ärger kriegen. Deshalb, welche grundsätzlichen Aufgaben erledigt unser Körper denn eigentlich beim Verdauen? Bei der Verdauung zerkleinert unser Körper die Nahrung in die kleinsten Bestandteile. Und das passiert zum einen mechanisch, also zum Beispiel so. Nicht so wirklich gut. Wir haben da deutlich bessere Vorrichtungen in unserem Körper, nämlich die Zähne, die können das viel besser. Aber ich habe noch einen auf Lager, jetzt probieren wir das mal hier mit dem Mixer. Zack. Also die mechanische Verdauung, die geht natürlich im Magen auch weiter beispielsweise, wo durch die Bewegungen der Speisebrei hin und her geschaukelt wird. Und dann gibt es auch noch den chemischen Anteil. Wie macht unser Körper das? Zum Beispiel mit sogenannten Enzymen. Rein damit. Fantastisch, wir haben Speisebrei produziert. Also diese Enzyme, diese organischen Stoffe helfen, andere Stoffe, zum Beispiel Kohlenhydrate oder Eiweiß, zu spalten und zu zersetzen. Und das sieht dann so aus. Am Beispiel von diesem Brot kann ich dir die chemische und die mechanische Zerkleinerung bei der Verdauung mal erklären. Vielleicht habt ihr das schon auch mal bemerkt. Wenn ihr Brot ein bisschen länger kaut, dann schmeckt das auf einmal ein bisschen anders. Wenn man lang genug kaut, dann schmeckt Brot auf einmal süßlich. Und das ist ein Beispiel für die chemische Zerkleinerung. Denn in Brot ist Stärke drin. Und Stärke ist ein sehr langes und komplexes Zuckermolekül. Damit kann unser Körper aber nicht viel anfangen. Denn unsere Zellen, die brauchen viel kleinere Stoffe, viel kleinere Bausteine. Deshalb muss dieser lange Stärkeblock, dieses lange Zuckermolekül, zerkleinert werden in kleinere Zuckermoleküle. Und das passiert mit einem Enzym in unserem Speichel, nämlich mit dem Ptyalin. So, Zucker im Brot kann man mit einem einfachen Trick nachweisen, und zwar hiermit. Das ist eine Jodlösung und Jod ist ein Nachweismittel für Stärke. Wenn ich jetzt also einen Tropfen von dieser Jodlösung auf das Brot drauf träufle, dann wird sie sich verfärben, wenn Stärke drin ist. Wenn keine Stärke mehr im Brot ist, dann verfärbt sie sich nicht. Probieren wir das doch mal aus. Ich fange mal an mit dem unzerkauten Brot hier. Da müsste ja noch jede Menge Stärke drin sein. Also mal gucken, was passiert, wenn ich Jodlösung drauf kippe. Die wird ganz dunkel. Sie verfärbt sich, denn klar, hier ist Stärke drin. So weit, so gut. Jetzt kommt das, was ich vorhin rausgelassen habe. Wenn alles richtig funktioniert hat, dann haben die Enzyme in meinem Speichel, genauer gesagt das Ptyalin, diese Stärke zersetzt in kleine Zuckermoleküle und unser Stärkenachweismittel sollte jetzt eigentlich nicht mehr reagieren. Und tatsächlich, es verfärbt sich fast gar nicht. Es bleibt noch relativ hellbraun. Das heißt, hier ist keine Stärke mehr drin, mein Speichel funktioniert. Los geht die Reise hier im Mund, das dürfte soweit klar sein. Und von da aus geht's los, erstmal durch die Speiseröhre, die ist da ganz hinten und kommt hier wieder zum Vorschein, in den Magen und von da aus geht's weiter in den Dünndarm. Das ist dieses ganze Geschläuch hier. Und weiter geht's im Dickdarm, hier einmal außenrum und schlussendlich in den Enddarm. Hier unten ist das irgendwo. Und natürlich wird hier überall chemisch und mechanisch verdaut. Das geht beides Hand in Hand. Und was in den einzelnen Verdauungsorganen jeweils passiert, das ist richtig spannend.